haben sogar ein paar Touristen eine umweltfreundlichere Verbindung zum Lido und den Shops in der Altstadt vorgeschlagen. Erfüllen wir doch ihren Wunsch. So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Bus Simulator 21. Wir machen weiter mit unserer nächsten Mission. Und ihr seht gerade, ja, wir haben heute ein bisschen was zu tun. Auf Shopping-Tour, was dann das Wort ist. Es ist jetzt nicht so viel, was wir machen müssen heute. Ja, doch, eigentlich schon. Und zwar Sonnenstein mal wieder. Ihr kennt das mittlerweile. Ich hasse Sonnenstein. Habe ich das schon mal überhaupt gesagt, dass das ganz, ganz schlimm ist, gerade so ein bisschen. Naja, wie dem auch sei, wir müssen heute tatsächlich schon wieder über Sonnenstein fahren. Es ist mittlerweile echt zum. Gut, naja, wie dem auch sei, es ist ein bisschen was zu tun. Wir fangen erstmal an mit dem oberen Teil hier. Die ersten zwei Sachen, die kriegen wir ohne Probleme hin. Und dann fahren wir nach Sonnenstein und dann fangen wir an, das Ding auf 4 aufzuwerten. Und ja. Dann hätten wir zumindest den Teil und ja, ihr seht, ich habe nicht viel Kohle. Was wir jetzt als erstes machen müssen, ist tatsächlich sogar Busse verkaufen. Soweit ich das richtig verstanden habe. Wir haben 7 Busse insgesamt. Leider müssen wir heute Busse ohne Ende verkaufen, weil, ja, wir müssen 15 CNG Busse kaufen. Das ist total toll. Es ist immer toll. Haben wir dann hier Elektro? Das ist auch weg. Kraftstoff. Ja, leider. Den kann man behalten. So, warte mal. Motorwechsel, da ist es. Habe ich jetzt noch einen oder so? Was haben wir denn hier noch? Das ist ein CNG-Bus. Und. Das dürfte auch ein CNG-Bus sein. Ja, wir dürften eigentlich nur noch 2 Busse haben. Hier ist noch ein Elektrobus, den können wir verticken. Annehmen. Ja, liebe Leute, tut mir leid, dass wir jetzt gerade so ein bisschen aufräumen müssen hier in der Garage. Liegt aber gesagt daran an der Mission, dass wir 15 CNG-Busse haben. Wir haben jetzt 1,4 Millionen auf dem Konto. Als erstes gehen wir mal das Thema mit kaufe CNG-Bus an, würde ich sagen. Ja, genau, da machen wir es nämlich so. Dann fangen wir erstmal den ersten, fangen wir die 10 Busse zu kaufen, soweit es irgendwie möglich ist. Und dann gehen wir dann nach und nach die Sonnensteine-Dinger an. Die gehen wir in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Und dann, ja, ist es halt einfach heute ein bisschen low. Aber ja, wir kriegen es hin. Gehen wir rein. Und ja, ich habe ja mal in der Community nachgefragt, tatsächlich, es ist so, dass wir 15 10 Busse kaufen können. Es ist natürlich extrem viel für diese Mission. Aber jetzt plötzlich, ich darf jetzt nicht kaufen. Hallo? Ernsthaft? Hallo? Darf ich nicht? Kann ich keine. Aha, ist es nur. So. Kosten. Ich brauche jetzt keine Kosten. Gut, wir müssen gucken. TNG brauchen wir. Ich gucke mal, was die so kosten würden. 330.000 kostet der Urban Way. Bei 15 Bussen mal 330.000. 15 mal 3 sind 45. Das heißt 4,5 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also irgendwas bei 4, fast 5 Millionen, die wir haben müssen. Final. Das heißt, wir könnten jetzt mit den 3... Nein, wir brauchen dann noch 3,3 Millionen, 3,5 Millionen sogar. Eigentlich sowieso ist es nicht. Weil wir haben ja 2, die in der Garage stehen. Ich würde jetzt nochmal 3 kaufen. Und dann halt mal 5 gleichzeitig. Und dann fahren. Und dann ist es halt einfach erstmal so. Ja, ist halt leider. Tut mir leid, ob wir das jetzt. Der falsche? Ja. So, Regenwetter. Das ist natürlich super toll, dass es regnet. So, erstmal. Ich kaufe die Busse. Ja. So. Ich plane die Busse gleich ein. Ich kaufe nur gerade ein. Ich gehe nur shoppen gerade.
So. 10 Leute kaufen. Alles 10 gekauft. Irgendway, Line City. Es sind ja nicht viele, ne? Wir haben ja nur die. Den Shop was hier, 350.000. Ich kaufe die Irgendway, weil das macht am meisten Sinn. Weil ja, die sind am günstigsten. Also, am günstigsten. Die kosten immer noch 330.000. Und ich finde den Vico toll. Ich bin den tatsächlich noch nicht gefahren. Warte, was war das geplant? Ich wollte eigentlich da eine Taste drücken. Ich verplane die Busse gleich. Mit ein bisschen Kohle, ein bisschen Geld generieren. Jo. Ich glaube, wir können noch zwei kaufen. Wenn ich es richtig sehe. Ein oder zwei können wir noch kaufen. Und der nächsten Abwehr dazu. Ist ja Motortyp 10G. Und ja, ich habe tatsächlich sogar nachgefragt, ob ich nicht einfach über einen anderen Account gehen soll. Da habe ich ein bisschen Geld drauf, da habe ich 16 Millionen drauf. Da hätte ich den locker leisten können. Aber nein, das zählt nicht. Es ist derselbe Account, ja, es sind aber zwei verschiedene Stadtteile. Und dementsprechend ist es halt leider nicht möglich. So, dann haben wir das auch. Wie haben wir denn noch auf dem Konto? 483.000. Ich kann noch einkaufen. Cool. Und das werden wir jetzt auch tun. So. Da hätten wir 6 insgesamt. Da fehlen uns noch 9 Busse. Hey, Happy Busse. So, einmal noch Lernwelt dazu. Ja, es tut mir leid, das ist jetzt gerade ein bisschen sehr lastig. Aber es gibt ja diverse Busunternehmen, die tatsächlich immer nur dieselben Busse kaufen. So. Und raus damit. Wie gesagt, ich werde natürlich jetzt gleich ein bisschen planen hier müssen. Weil wir ja Geld schaffen müssen. Wieso müssen wir jetzt so viel Geld verdienen? Und brauchen jetzt einfach mal ein Busse. Jawohl. So. Eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz meine Katze rauslassen. Wenn hier noch jemand schläft, muss ich halt die Tür zu machen. So, die Katze will mich ein bisschen raus. So, okay. Gehen wir mal rein und mal ins Planen. Die Frage ist, was würden kosten? Was würden wir bringen? Ich bringe jetzt auch die raus hier. So. Kann ich die, ist hier wieder, sind alle Haltestellen drin eigentlich? Ja, ne? Genau. Ich kann ja gucken, was sie bringen würde. Ja, ja. Ach so, ja gut. Ich hätte das richtig die Haltestelle. Egal, alles gut. Müssen wir es anders annehmen. So, Busverplan. Der Beko. Warum auch immer ich doch 10-mal Vollzeitfahrzeug. Rein damit. Vollzeitfahrzeug. Ist jetzt zwar jetzt nicht die mega Einnahmen jetzt, aber es ist besser als gar nicht. So, ja, so 2000, ne? Bringt. Naja, gar nichts. Die kannst du eigentlich auch löschen. So. Ich habe auch nichts. So. Route 8.
brauchen wir nicht. Mit dem Ross. Das ist jetzt gar nichts. Nicht damit. Das ist gar nicht von Kohle. So, die ändern wir auf die Route of Sunshine auf 4. So. Perfekt. Genau, übernehmen. So, jetzt verdienen wir ein bisschen Geld. Jetzt gucken wir mal gerade kurz, was wir so an Bussen haben. Wir haben jetzt insgesamt 6. 6 mal 10 geben. Das heißt, wir brauchen 9 Busse noch. Also brauchen wir noch ungefähr was von 3, noch irgendwas Millionen. Das heißt, wir müssen fahren, fahren, fahren. Also wenn wir alles nicht heute schaffen, das werden wir alles erst in den nächsten Folgen schaffen. Ich kann es natürlich jetzt nicht versprechen, dass wir jetzt alles hinterher kriegen. Fahrzeug wechseln. Ja. Davon haben wir jetzt insgesamt 5 Stück. Also wie gesagt, 6 Busse haben wir. Wir haben jetzt auch 150.000. Ist jetzt leider erstmal so. Das war tatsächlich so. So, ich habe jetzt bewusst noch keinen Fahrplan drin. Was ist da oben drin? Dr. Dollstraße. Aha. Der ist jetzt auf der Dr. Dollstraße. Gut, dann machen wir es mal anders. So, dann wollen wir uns das mal weitermachen. Wir haben jetzt erstmal angefangen, Busse zu kaufen. Wir werden jetzt heute ein bisschen organisatorisches machen. In der nächsten Folge fangen wir an, Geld zu verdienen. Jetzt fangen wir erstmal an, die ersten beiden Teile. Verbinde Sonnenschein, Siegwald und Oldtown. Wir müssen eine ausgeglichene Route. Das kriegen wir hin, das sind 4 Haltestellen, also brauchen wir 2 Routen bauen. So, das machen wir jetzt. Gut. Sonnenstein, ich brauche ausgeglichene Route. Okay. Ist ja jetzt egal eigentlich. Ich. Unter Sonnenstein. Warte mal, du sollst eigentlich den kürzesten. Warum darfst du das? Ich glaube jetzt auch, dass ich links. Ich nehme jetzt natürlich den längsten, na klar. Hauptplatz. Sonnleitnerhof. Ne, dann machen wir den Sonnleitnerhof. Das ist eigentlich der kürzeste. Warum nimmst du den kürzesten Weg? Müllergasse. Wo willst du da hin? Sonnleitnerhof. So, genau. Der, weil das ist der kürzeste Weg einfach. Da brauche ich nicht diese Böden. Nochmal nicht fahren. So, Sonnenschein haben wir 2 Stück. Jetzt brauchen wir noch jeweils einmal einmal blau und einmal lila. Siegwalden und Old Town. Old Town brauchen wir. Ist ja. Nehmen wir das Wilton Theater mit dabei und dann brauchen wir nochmal in Siegwalden einmal Türkis. Wo ist denn? Wo ist denn Siegwalden? Ich hab's gerade jetzt verpasst. Sonnenschein? Siegwalden? Wo bist du? Da bist du. Einmal noch Türkis. Siegwalden. So. Nehmen wir das mit rein. Gut. Arbeit. Erste Mission geschafft. Jetzt brauchen wir eine Route mit mindestens 11 Haltestellen. Dann nehmen wir die mal rein. Und dann ist es ja Jacke wie Hose, was wir nehmen. Warte mal. Warum fährst du da außen rum, Chef? Steineck, Kirche. Gutshof, Gutshof, Reichjäger. So ist es immer simpel. Steineck. Mit Dreieck könnt ihr uns auf der PlayStation zumindest, könnt ihr die Plattform ändern, sodass ich die quasi die Routen richtig rum habe. 1, 2, 3, 4, 5, ich zähle damit. 6, 7, 8, 9, 10, Radovanovic, hallo, du nimmst die Radovanovic-Brücke und ich baller die. So, dann nehmen wir die Siegestraße und dann endet das Ding hier am Hopper. So, dann endet das Ding am Busbahnhof. So, oh ja, die würde ganz richtig Geld bringen. Das heißt, ich balle da eine Route, da balle da einen Bus drauf auf die Route. Weil die würde zwischen 15.500 und 32.000 bringen. Ja, bitte. Das wäre die 9, ne? Die lange. Ich baller da jetzt einen Bus drauf auf die Route. Weil, bevor ich da jetzt.
Ich brauche jetzt nicht auf der. So. Die richtig. Ja, 2.500 bringt sie gerade mal, aber die würde wahrscheinlich immer mehr bringen, wenn mehr Leute mitfahren. Und so mehr Geld mitnehmen. So. Nehmen wir die mal raus hier. Die 8. Okay, das ist ja eh nur eine Verhältnisroute. So. Gut. Weg damit. Brauchen wir nicht. Haben wir ja schon jetzt gemacht. So, ich mache weiter jetzt mit der Mission Sonnenschein 04. Zumindest ist das die nächste Aufgabe. Ich muss jetzt gerade gucken. Haben wir schon Haltestellen, die auf 4 sind? Ist Gerststadt? Habe ich Gerststadt mit reingenommen oder nicht? Eigentlich nicht, ne? Sollte kein sollte eigentlich nicht drin sein. So, Sonnenschein auf 4. Gehen wir mal kurz die Haltestellen durch. In Sonnenstein befinden sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Haltestellen. Eigentlich müsste diese Route eigentlich jetzt 7 Haltestellen haben. Da auch keine auf 4 ist, braucht man sie jetzt, müssen wir sie eigentlich jetzt alle fahren. So, du hast 8, 9. Warum? Winfield, ja, die habe ich wieder mit drin, die Haltestellen. Deswegen nehme ich sie jetzt an. Jetzt nehme ich sie diesmal raus. Die nehme ich diesmal aus. Lass ich drin? Doch, lass mal drin, wir fahren eh drüber. Genau. Gut. Alles klar. Ist da jetzt leider noch so drin. Gut. Hüpfen wir rüber zur. Hüpfen wir das ganze Ding rüber, das wird sich so krass werden. Spielen, hast du dich gerade aufgeregt? Nein, hast du nicht. Müllergasse. Ich würde gern. Hallo? Du darfst eigentlich auch mal einen Müllergasse. Warum machen wir jetzt da? Gut, zwei Haltestellen haben wir jetzt. Das heißt, keine Sorge, ich habe jetzt bewusst den Bus noch stehen lassen. Weil ich könnte ihn eigentlich mitnehmen. Fällt mir gerade auf. So, ja, es regnet jetzt auch nicht mehr. Der Vater, jetzt bringen wir den. Jetzt nehmen wir den Bus und springen rüber zur Müllergasse. Das wird eine harte Nase mal. So, Schnellreise. Ja. Aber rüber zur Müllergasse. Wir fahren heute Sonnenschein auf 4. Das ist zumindest der erste Teil des Plans. Und das ist jetzt das nächste. Wir müssen Geld scheffeln, weil alles andere bringt jetzt erstmal nichts. So, ich muss jetzt gerade die Route aktivieren. Habe ich eigentlich einen Bus auf der Route? So. Sonnenschein auf 4. Jetzt fahren wir das ganze Ding. Und jetzt lass mich raten, du bist jetzt mit. Ernsthaft, ich hab den Bus da stehen gehabt. Geh mal weg da. Toll, danke. Ja, geh raus da. Ich will selber fahren. Gib mir einfach Kalle. So. Okay. Fahren wir das ganze Ding. Wir werden einmal jetzt die Route. Bist du ein bisschen offen? Oh, wow. Ist das ein neuer Bus? Ja, das ist ein niegelnagelneuer neuer Bus. Ich würde sagen, trotzdem, wir gehen jetzt machen einen Break. Das war jetzt mehr oder weniger organisatorisch, das in der nächsten Folge. Gehen wir das Thema Sonnenstein auf 4 und versuchen Geld damit zu scheffeln und versuchen dann nach und nach uns die Busse zu kaufen. Ne? Wie gesagt, wir brauchen 15 Stück, 9 haben, 6 haben wir, 9 brauchen wir noch. Das wird halt nur noch ein harter Akt. Aber ist halt einfach so. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Ciao.